Hallo, ich bin's wieder, Kevin von den Fight Club News. Heute hier aus Plauen im Interview mit Tim Richter am Jury Gym. Hallo Tim, grüß dich. Tim, am 4.10. ist es wieder soweit. In Plauen findet der Jury Fight Club statt. Du bist im Kampf mit Willi Giss, einem starken Titelträger, deutschen Meister, Europameister. Ja. Tim, wie sah dein Trainingsalltag bei so einem starken Gegner aus? Ja, mein Trainingsalltag sah dementsprechend hart aus. Wir haben diesmal keine 6 Wochen Vorbereitung gehabt, sondern 8 Wochen. Hm. Da es um die deutsche Meisterschaft geht dieses Mal und der Willi Giss, wie du schon gesagt hast, ist ein starker Gegner, wird vielleicht einer meiner härtesten Kämpfe werden. Der hat über 40 Kämpfe, davon 30 gewonnen, also es wird mit Sicherheit keine leichte Nummer. Aber wir sind gut vorbereitet, haben uns gut durch die Wettkampfvorbereitung geboxt und ich bin fit. Du bist fit? Ich bin fit. Also du hattest nicht wie beim letzten Mal Probleme irgendwo in der Trainingsvorbereitung, gesundheitlich, körperlich? Ja, die Probleme, frag einen Wettkämpfer, ob er mal keine Probleme hat. Mhm. Also wenn ich jetzt jedes Problem aufzähle, was ich habe, dann dürfte ich gar nicht in den Ring steigen. Ja. Aber am Ende gab es keine Probleme, ja. Ja. Kam gut durch. Also du sagst schon, er ist ein erfahrener Kämpfer mit über 40 Kämpfen von der Lebe Kickbox Arena. Genau. Du kämpfst den deutschen Meistertitel. Wie stehen deine Chancen? Wie schätzt du es realistisch für dich ein, diesen Kampf zu gewinnen? Hast du den Gegner irgendwo schon mal kämpfen sehen können? Konntest du ihn irgendwo studieren? Ja, gesehen im Internet. Kämpfe im Internet und ja, die Statistik spricht Bände. Das sagt einiges aus. Aber wie schon gerade erwähnt, ich bin gut vorbereitet, bin heiß und der Titel, den muss er sich erstmal wiederholen. Ja. Also Tim, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück am 4.10. in Plauen. Deine Fans werden dich tatkräftig unterstützen, gehe ich davon aus. Und wenn wir bei dem Thema sind, möchtest du vielleicht an deine Fans noch ein Wort verlieren? Ja, also jedes Mal ein riesen Dank an meine Fans. Das ist Wahnsinn. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, wie groß dieser Hype ist, den die Sache mit sich zieht. Also kommt vorbei, unterstützt mich und top. Also ihr habt es gehört, bitte seid am 4.10. mit dabei. Feuert Tim an. In der Verteidigung seines deutschen Titelkampfes. Ja, wir freuen uns auf einen spannenden Kampf, Tim, und ich wünsche dir viel Erfolg. Danke.